Hören Sie was? Nein? Dann sind Sie richtig. Denn mit Ihnen möchte ich heute einmal über die Stille sprechen. Über die Stille sprechen, ist das nicht schon ein Widerspruch? Müsste ich nicht eigentlich eher schweigen? Aber wer weiß, wenn ich zu lange schweige, vielleicht schalten dann einige schon die Alltagsgedanken wieder ab. Denn wir sind es ja gar nicht mehr gewohnt, auf die Stille zu hören, Stille zuzulassen, ja überhaupt Stille zu erleben. Denn wo ist es denn wirklich still? Dabei ist Stille wichtig. Vielleicht ist die Stille sogar das Eigentliche, das Ziel. Denn jeder Ton, jeder Klang zielt ja im Grunde auf den Zwischenraum, bevor der nächste beginnt. Machen wir einmal ein Experiment. Schlagen wir eine Klangschale an und lauschen. Der Ton beginnt laut und wird sofort leiser und dann verklingt er, bis die Stille entsteht. Das also ist die Reise, auf die der Ton seine Hörer mitnimmt. Die Reise in die Stille. Eine entgegengesetzte Reise ist eigentlich gar nicht vorstellbar. Oder wenn, dann zielt sie im Grunde auf dasselbe, nur eindringlicher. Der Ton schwillt an, wird immer lauter und lauter und an seinem Höhepunkt, da wird er wieder leiser und nimmt uns mit auf die Reise in die Stille. Könnte das bedeuten, dass der Ton, indem er verklingend uns in die Stille führt, sagen möchte, dort in der Stille, da liegt die eigentliche Schönheit. In Zen-Gärten hört man oft einen hohlen, weit über die Tempelbezirke hinaus klingenden Ton, immer einen gleichen Bambusklang in einem fortwährenden Rhythmus. Wir Europäer, wir hören zumeist den Ton. Aber was Zen eigentlich meint, ist nicht der Ton, sondern der Zwischenraum zwischen den Tönen, die Leere zwischen den Bambustönen. Stille heißt Rückkehr zum Ursprung. Auch in der Bibel ist von der Stille die Rede. Im Buch der Könige, da gibt es eine berühmte Stelle. Der Prophet Elia hatte sich aufgemacht, ist zum Berg Horeb gelaufen, um dort Gott zu begegnen. Nachdem er eine Nacht in der Felsspalte zugebracht hatte, kam am nächsten Morgen ein furchtbarer Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Und Elia dachte, ist Gott im Sturm? Aber Gott sprach nicht. Und nach dem Sturm, da kam ein Erdbeben, das die Städte und Felder verwüstete. Und Elia dachte wieder, vielleicht ist Gott im Erdbeben. Aber Gott sprach nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben, da kam ein Feuer, das alles verbrannte, aber Gott war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer, da kam die Stille. Und im Rauschen der Stille, da sprach Gott. Die Stille ist kein Selbstzweck, sondern sie ist das Ziel allen Hörens, des Hörens auf Gott in uns. Als Jesus in der letzten Nacht vor seiner Verhaftung beten wollte, da ist er hinausgegangen vor die Tore der Stadt, weg von all dem geschäftigen Treiben, der Hektik des herannahenden Passafestes. Er hat den Lärm eingetauscht gegen die Ruhe des Garten Gethsemane, die Stille gesucht, die nötig ist für das Gebet, für das Hören auf Gott. Es ist still um ihn und Jesus hört. Er hört auf die Stimme Gottes. Er horcht, was Gott ihm sagen will. Dreimal spricht er ein Gebet und jedes Mal horcht er. Und nach dem dritten Mal ist die Sache klar. Jesus hört auf seinen Vater. Er gehorcht, um Gottes Stimme zu hören. Nicht immer ist das möglich. Wir müssen die Stille manchmal wirklich suchen und deshalb haben wir unsere Christuskirche nicht nur zu Gottesdiensten geöffnet. An drei Vormittagen in der Woche
am Dienstag, am Freitag und am Samstag laden wir Menschen ein, hier zur Ruhe zu kommen, den Lärm der Stadt einzutauschen gegen die Stille. Manche setzen sich in die Kirchenbank. Manche lassen die Kirchenfenster auf sich wirken oder sie zünden eine Kerze an, hier in der Gebetsecke. Ich bin sicher, wir machen in der Stille ganz besondere Erfahrungen. Erfahrungen mit uns und mit Gott. Still sein, schweigen, das ist nicht einfach, aber wir können es lernen. Gönnen wir uns einen Moment des Stillseins und des Hörens auf die Stimme Gottes in uns. Amen.